Wer mir auf Instagram folgt, weiß bereits schon, dass ich von einem neuen Hersteller von Waffenpflegemitteln angeschrieben wurde und gebeten wurde, mal seine Produkte zu testen. Das hier ist jetzt einfach nur ein kurzes Vorab-Informationsvideo dazu, denn ich gehe bei diesem Thema mit diesem Material ein ganz klein wenig anders an die ganze Thematik heran. Es geht hier ganz konkret um die Firma Ostermeier. Und die sind ein ganz neues Unternehmen, die ein Keramiköl und ein PTFE-freies Waffenfett herstellen und vertreiben. Derzeit läuft der Vertrieb noch exklusiv über Amazon. Links poste ich euch unten, wer sich das Zeug mal bestellen möchte. Das Waffenfett liegt für eine 30 Gramm Dose bei 25,90 Euro. Und die 30 Milliliter Aluflasche mit Pipette liegt bei 16,90 Euro. Das mag jetzt erstmal viel klingen, aber dieses Zeug ist laut Hersteller sehr, sehr ergiebig. Wie bereits erwähnt, möchte ich dieses Thema mit diesem Material etwas anders angehen. Und zwar habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe zwei Vereinswaffen mit diesem Material geschmiert. Und zwar unsere P226 von Sig Sauer und unsere P220 von Sig Sauer. Ich habe das auf diese Art und Weise gewählt, weil diese beiden Waffen aus den gleichen Materialien bestehen. Das heißt, wir haben Leichtmetallgriffstück, Stahlschlitten. Und dadurch, dass die Materialien dieselben sind, habe ich wunderbar die Möglichkeit zu vergleichen, ob da die Leichtgängigkeit, Abrieb, was auch immer dort eventuell sein könnte, um es zu vergleichen. So, und wie ihr dem Foto entnehmen könnt, habe ich bei der P226 das Waffenfett verwendet. Und zwar ungefähr die Hälfte Außenhülle vom Lauf sowie die Führungsrillen vom Schlitten. Und bei der P220 habe ich an gleichen Stellen dieses PTFE-freie Keramiköl verwendet. Nur so, dass ihr es mal gesehen habt, das ist also ein milchiges Öl. Ich will da relativ neutral an das Thema rangehen und ich möchte das in direkten Vergleich mit dem von mir bevorzugten Pflegemittelöl von Schlätek, den 2-in-1 Gun Tuning, in den Vergleich stellen. Einfach nur so von mir, nicht auf wissenschaftlicher Ebene, einfach nur Look und Feel, Handhabung etc. Das ist also ein kleines Vorabvideo. Wer sich es mal bestellen will zum selber testen, wäre bestimmt eine coole Sache. Ich denke mal, der Hersteller wird sich freuen. Ostermeier Jagd, Links poste ich euch unten in der Description. In diesem Sinn, macht's gut.